Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Mod-Vorstellung, Stichwort Walkabout. So heißt die Firma. Und noch einigen Infos zu einigen Updates, die es gab, beziehungsweise die erforderlich wurden durch den Patch 1.2. Walkabout, das sind richtige Monsterteile. Also ich glaube, das größte, wo gibt im Spiel, das sind Überladewagen. Dieses hier, wo ich vorstehe, ist der kleine. Wir schauen mal eben in den Shop. Also in der Abteilung Überladewagen gibt es eine ganze Menge Überladewagen. Ich würde sagen, viel mehr als im 19er, 17er und so. Und hier habt ihr von der Firma Walkabout zwei Versionen, die richtig groß sind. Nämlich der kleine hat 141 Kubikmeter, also 141.000 Liter Volumen. Und der große hat 211,4 Kubikmeter, also 211.400 Liter. Holla die Waldfee. Aber ja, sie sind halt ein bisschen größer, wie man hier erkennen kann, ne? Und haben auch ganz viele Räder. Mir haben richtige Landwirte erzählt, dass sowas nicht auf der Straße zum Transport benutzt wird, sondern quasi als mobiles Lager. Das heißt, zum Beispiel am Feldesrand positioniert wird, um dort von einem Mähdrescher aus da rein abzutanken, und dann kommen die LKWs eben hier an diesen Überladewagen und holen das da ab und müssen also nicht aufs Feld zum Mähdrescher fahren, um den direkt abzutanken. Ja, und insofern würde der halt gefüllt nie bewegt werden. Der wiegt ja auch so schon, wie wir sehen, 24 Tonnen, also im Leerzustand, und braucht eine Zugmaschine, ein Trecker mit mindestens 400 PS. Fette Geschichte. Ansonsten, beim Kleinen braucht man nur 300 PS als Zugmaschine, und ihr seht hier an den Optionen, gibt es keine, ne? Gibt es nicht. So, und deswegen, ja, war die Bitte, hier mal einen kleinen Mod draus zu machen. Ich hüpfe mal in den Trecker, der steht hier nämlich schon parat, und dieser Band 900 Black Beauty, der hat nämlich auch in meiner Version 400 PS. Deswegen kuppeln wir mal an, und zwar an den großen. Ihr seht schon, links der kleine ist in der Originallackierung, hat also ein blaues Fahrgestell, und der Korpus ist weiß, und die Felgen, ja, sind chrom. Ja, ganz normal. Und den großen habe ich jetzt mal ein bisschen bunt gemacht, von wegen Korpus blau, Fahrgestell rot, Felgen gelb. Ja, bunte Mischung. Wenn wir mit dem jetzt eine Runde drehen, wobei das mit der Runde drehen, dann sehen wir, dass hier sämtliche Achsen mitlenken. Ja. Denn sonst kommt man mit dem wahrscheinlich auch gar nicht in die Kurve. Also die Ortsdurchfahrt könnte spannend werden mit so einem Teil. Ja, denke ich mir. Wir sind hier in Haute-Belleronde, da ist die Ortsdurchfahrt ein bisschen eng. Ich lasse das mal lieber. So, der Wunsch war bei mir im Twitch-Chat, dass ich mich mal dem hier zuwenden soll, weil das Problem, oder was heißt das Problem? Wir schauen nochmal in den Shop. Bei Überladewagen ist es so, die sind halt in der Karte definiert, was die so können. Und ihr seht hier unten die Fülltypen, die da reingehen. Und das ist halt Getreide, nämlich Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghum, also Hirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, und dann hätten wir noch im Angebot Saatgut und Mineraldünger. Das war's. Und der Wunsch war eben, dass da auch noch andere Dinge reinpassen. Also gibt's jetzt den kleinen Mod. Und wir müssen ganz nach rechts scrollen, weil das ist ja bei mir hier alphabetisch sortiert. W Walkabout. Und dann seht ihr hier unten, dass der jetzt viel mehr Fülltypen kann. Ich habe einfach ihm gesagt, dass er alles Schüttgut, was es eben in der Karte gibt, kann. Und insofern jetzt auch alle möglichen Kartoffeln, Silage, Gras, Stroh, Heu, Kalk war ein Wunsch. Nach der Methode Kalk braucht man ja immer auch in der Nähe des Feldes. Und ja, das kann er jetzt auch alles. Und
Das ist natürlich bei dem Großen identisch. Die sind jetzt also für das komplette Schüttgut Bulk auf Englisch konfiguriert. Wenn wir nochmal kurz reinschauen, habt ihr hier noch jeweils eine zusätzliche Kapazitätsauswahl, immer so auf den nächsten 100er aufgerundet. Der hat ja standardmäßig schon 211 Kubik und den könnt ihr dann auf 300 aufbohren. Er hat auch die Pflegereifen, die man eigentlich ja eh nicht braucht, weil, ne, der wird ja nicht so groß bewegt. Und ihr habt die Farbauswahl, wie gerade gesehen, und könnt den halt lustig anmalen, wie ihr so wollt. Und das Kennzeichen ist eh drin. So würde das dann aussehen. Aber wie gesagt, das Kriegsentscheidende ist eh das Thema, was kann denn da alles rein? Und da kann jetzt eben sämtliches Schüttgut, was als solches in der Karte definiert ist, kann da jetzt rein. Und dann habt ihr quasi, ich würde sagen, ein mobiles Lager. Das Einzige ist, es kann natürlich immer nur ein Fülltyp rein, denn ich klappe mal eben die Plane weg. Denn er hat nicht verschiedene Abteilungen. Das ist ein einheitlicher Riesentank. Es gibt ja zum Beispiel bei diesem amerikanischen Anhänger auch welche, die haben so zwei separate Kompartimente, wo man in die eine Hälfte vom Anhänger X lädt und in die andere Y. Das geht hier nicht. Ja, also ihr habt hier dann immer nur ein Füllgut drin, ein Fülltyp, aber davon ganz viel. Okay. So viel zum Thema Walkabout. In der Version 22.0 ab sofort bei mir auf dem Discord, im Download und demnächst auch auf ModHoster etc. Updates. Der Patch 1.2 und folgende hat einige Veränderungen mit sich gebracht und deswegen habe ich eine ganze Menge Updates gemacht, machen müssen von schon bestehenden Sachen. Eine Geschichte ist bei meinem MKS Tankfass, beziehungsweise es sind ja zwei. Ich habe hier mal das kleine und kuppel das mal an und ihr seht rechts unten, da ist Diesel drin. 1067 Liter Diesel. Diese beiden Tankfässer, also hier dies mit dem Drehschimmel und auch der Auflieger, hatten bislang einen normalen Fülltrigger. Das heißt, man konnte von dort aus was überladen, zum Beispiel ein Güllefässchen auf dem Feld betanken, solche Geschichten. Und ich hatte mich dann gewundert, dass das aber mit dem Diesel nicht so klappte. Jetzt funktioniert das folgendermaßen. Ich mache mal F1 die Info oben an. Wenn ich jetzt also mit dem Trecker daran fahre, der ist noch ziemlich voll getankt, aber 1-2 Liter kann er sicherlich aufnehmen. Wenn ihr da jetzt ranfahrt, in die Nähe fahrt, dann seht ihr oben links erscheint die Taste R, Traktor auffüllen. Damit ist das Tanken des Traktors gemeint, ne? Der hat ja sonst keinen anderen Tank. Und dann würde der jetzt also, weiß ich nicht, ein paar Liter, zack, und dann ist er schon voll, würde der halt betankt werden können. Ich hatte nämlich letztens das Problem, dass mein Big M leer gelaufen war, weil ich nicht aufgepasst hatte. Und wenn so ein Fahrzeug dann leer ist, dann kann man das auch überhaupt nicht mehr bewegen, ne? Das war's dann an der Stelle. Und man kann es nur noch zurücksetzen und kriegt dann ein bisschen Benzin da rein, um zumindest, also durch das Zurücksetzen, um zumindest die Tankstelle zu erreichen. Jetzt habt ihr eben bei den beiden MKS-Fässchen auch noch einen sogenannten Fuel-Trigger mit rein verbaut, sodass ihr hier quasi eine mobile Tankstelle auch habt. Dieses Fässchen auch als mobile Tankstelle betreiben könnt und vielleicht spart ihr dann die Hoftankstelle, weil ihr einfach eins von diesen Fässchen dahin stellt. Das zweite war das Thema Krone Schwadro. Wir schauen mal eben in den Shop. Denn es gab ja mit dem Patch 1.2 auch zwei neue Krone Geräte, wobei der Schwader namens Schwadro, er hier, der war schon vorher dabei. Der kam schon mit dem Originalspiel. Aber aus einem mir völlig unerfindlichen Grund wurden sämtliche Grafiken und Dateien bei diesem Modell geändert mit dem letzten Patch. Und ja, deswegen musste ich halt meinen Kronepack updaten, denn plötzlich warf dieser Schwadro Fehler in der Logdatei, dass er irgendwelche Grafiken nicht mehr findet.
Die waren nämlich weg. Die wurden nicht mehr gebraucht. Die Leute bei Giants haben den jetzt mit Patch 1.2 irgendwie anders zusammengebastelt. Und insofern musste ich da auch mein Krone-Pack ein bisschen updaten. Das zweite war mein Fendt-Pack. Beim Fendt war was ganz Lustiges und wir gucken uns mal die originalen Fendt an. Nee, Moment, die kleinen. Und zwar meine ich die beiden kleinen. Das ist also einmal der gute alte Favorit 500 und der 300er Vario. Und da hatten meine Leute im Chat gesagt, du, schau mal bitte, du hast ja da eine Farbauswahl drin. Und wenn man aber hier da die Variante mit den Radgewichten nimmt, das gibt es also einmal hier mit Normalbereifung plus Radgewicht, dann gibt es Breitreifen mit Radgewicht und noch breitere Breitreifen mit Radgewicht. Also drei Versionen der Reifen mit Radgewicht, dann werden diese Radgewichte nicht mit eingefärbt. Also gehen wir mal jetzt in meine Version beim Favorit, da war das gleiche Problem. Die wurden einfach nicht mit eingefärbt. Warum? Weil komischerweise beim Favorit 500 und beim Vario 300 eine feste Farbzuweisung, nämlich dieses Fendt Rot, in den Felgen, in den Wheels, in den Rädern definiert war und deswegen meine Felgenfarbe hier, meine Option, die zu bemalen, das nicht überschreiben konnte. Die waren quasi festgetackert, die Farben. Und wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, wir nehmen jetzt hier mal die Reifenversion mit Radgewicht, also Standard mit Radgewicht, oder Breit mit Radgewicht, oder Breite Abteilung Nummer 2 noch breiter mit Radgewicht, dann geht das jetzt wieder, weil ich habe diese feste Zuweisung rausgenommen. Die war nur drin beim Favorit 500 und beim Vario 300. Bei den anderen nicht. Nicht beim 700er, 900er, 1000er. Warum? Fragt Giants. Ich habe da keine Erklärung dafür. Das ist dann immer so ein Problem, wo es den Modder erwischt, wenn Dinge eben nicht konsistent sind. Jetzt seht ihr ja, werden auch die Radgewichte wieder eingefärbt. Deswegen gab es auch bei Fendt schon ein Update. Sind wir jetzt also bei der Version 22. Punkt 1. Und last but not least, mein LKW-Pack, gerade erschienen als letztes, ist schon bei 22.2 gelandet. Denn ich hatte ja das gestartet, weil ich gerne die beiden LKWs aus dem 19er rüberholen wollte, die ich da so gerne benutzt habe, wenn ihr das YouTube gesehen habt. Also den Warrior und den Tatra Phoenix. Ja, und dann hatte ich halt noch den MAN, also den 22er MAN und den MAN für den Forstbetrieb mit dazu gesteckt. Und dann hatte ich noch diesen alten Mac, also den einen Mac. So, jetzt ist noch ein zweiter Mac dazu gekommen, nämlich der Anthem. Und der Grund war eigentlich diese Sonderedition, diese schwarze Sonderedition namens Black Anthem. Den gab es als Bonuscode, konnte man den freischalten. Und der ist wirklich ganz black. Da gibt es also überhaupt keine Farbauswahl, weder ja, Reifen noch nicht. Es ist alles schwarz, pechschwarz. Und den gibt es jetzt halt auch in meinem LKW-Pack mit drin. Natürlich auch den normalen Anthem, ja, wo man ja auch verschiedene Kabinen konfigurieren kann und den dann auch schwarz malen könnte. Nach der Methode, ja, warum brauche ich denn dann noch einen Blacken, wenn ich doch hier schon alles schwarz machen kann? Schaut mal bitte, hier sind etliche Chrom-Bauteile, die dann Chrom bleiben, wenn ihr den normalen Anthem schwarz malt. Hier ist auch alles Chrom. Und das ist eben genau die Abweichung. Die Teile werden dann auch nicht eingefärbt oder hier die Trittleisten im Vergleich zu dem, da ist wirklich alles schwarz. Ne? Ja, der hat dann auch jeweils noch ein bisschen mehr PS und so meinen üblichen Schnickschnack, Legebereifung etc. Also Fendt Pack oder Entschuldigung, LKW Pack in der Version 22.2, das Fendt Pack jetzt 22.1.
Das Tankfass auch 22,2 und bei Krone sind wir mittlerweile bei 22,6 und ich habe schon einen neuen Bug gefunden. Da wird es wohl noch ein bisschen weitergehen. Naja, in diesem Sinne viel Spaß weiterhin mit dem LS22. Schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Wir streamen eigentlich täglich. Wir machen Multiplayer zusammen und auch fürs neue Jahr haben wir noch viele lustige Sachen vor. Auch unter dem Stichwort Onkel Yogi. Und bei mir im Discord, falls ihr Anmerkungen habt, Feedback, Rückfragen, ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis bald, bleibt schön gesund, euer Yogi, ciao, tschüss.